Rente darf ich Sie herzlich willkommen heißen zu unserem nächsten Vortrag. Wie funktioniert die Verrentung von Immobilien? Verrentung von Immobilien, ein Begriff, den wir vor 13 Jahren im Münchner Raum geprägt und entwickelt haben. Wir haben vor 13 Jahren angefangen, hier ein deutsches Verrentungsmodell zu entwickeln. Hintergrund war, es kamen immer wieder mal Senioren zu uns, die gesagt haben, wenn ich mir den Wert einer Immobilie anschaue, dann bin ich eigentlich ganz schön vermögend. Wenn ich auf mein Konto schaue, dürfte ruhig ein bisschen mehr sein. Wir haben dann damals einfach mal den Markt erwirrt, welche Verrentungsvarianten gibt es in Deutschland und warum werden diese Verrentungsvarianten von den Senioren nicht angenommen. Das war die Leibrente, Verkauf und Rückmietung und dann eine Zeit lang auch das amerikanische Modell, Umkehrdarlehen oder Reverse Mortgage. Das hat dazu geführt, dass wir dann in Zusammenarbeit mit vielen Experten, Notaren, Wirtschaftsprüfern, Versicherungsmathematiker und Immobiliengutachtern ein deutsches Verrentungsmodell entwickelt haben. Ich möchte Ihnen ganz kurz aufzeigen in der nächsten halben Stunde, welche Verrentungsmöglichkeiten gibt es? Grundsätzlich können wir alle anbieten. Welche Vor- und Nachteile haben diese Verrentungsmodelle, damit Sie selber ein Bild machen können? Zunächst dürfen wir uns vorstellen, ich darf noch kurz Herrn Buschmann vorstellen, Herr Buschmann, wenn es sich zeigt. Herr Buschmann ist der Leiter der Niederlassung in Berlin. Wie gesagt, wir sind seit 10 Jahren in München tätig, nachdem wir in letzter Zeit verstärkt Anfragen auch aus dem Berliner Raum bekommen haben wir uns entschlossen, hier in Berlin-Grunewald eine eigene Niederlassung zu eröffnen. Am Montag nächster Woche beginnt die Tätigkeit. Wir haben zwar noch nicht alle Möbel, aber im Laufe der nächsten Wochen wird es wohl soweit sein. Mein Name ist Otto Kiebler. Ich habe dieses Verrentungskonzept entwickelt. Ich bin geschäftsführender Gesellschafter. Erstmal nach meiner Bankausbildung war ich viele Jahre Filialleiter in der Bank, war dann viele Jahre bei Siemens in der Finanzabteilung, da ging es dann um das ganz große Geld und ich bin seit über 30 Jahren selbstständig im Bereich der Vermarktung von Immobilien. Auch der Berliner Immobilienmarkt ist uns nicht unbekannt. Unsere Muttergesellschaft sozusagen, die GIV, ist seit 1990 hier am Berliner Markt tätig. Wir haben weit über 2000 Wohnungen im Berliner Raum vermarktet. Das Thema Verrentung von Immobilien, vielleicht erstmal vorab, für wen kommt sowas in Frage, für wen kommt sowas nicht in Frage? Für alle Immobilieneigentümer, die sich nicht verpflichtet sehen, ihre Immobilien vererben oder verschenken zu müssen, für die ist die Verrentung eine hochinteressante Möglichkeit, das Kapital aus ihrer Immobilie zu ziehen, obwohl sie dauerhaft entweder Erträge ziehen wollen, sprich Mieterträge, oder weiterhin selbst in der Immobilie bleiben wollen. Wir haben in der Branche immer gesagt, die Immobilie ist die beste Altersvorsorge. Ich muss sagen, das war eigentlich nur die halbe Wahrheit. Natürlich ist es so, wenn Sie eine eigene Immobilie haben, brauchen Sie dann später im Alter keine Miete bezahlen. Aber ihr gesamtes Vermögen ist in der Immobilie gebunden. Und vom Wertanstieg der Immobilie profitieren sie auch nichts. Klar, sie wollen ja selber in der Immobilie wohnen, sie wollen nicht verkaufen. Also haben sie nichts davon. Mit der Möglichkeit der Verrentung haben sie erstmalig die Möglichkeit, das Kapital, das in der Immobilie gebunden war, herauszuziehen, in Bargeld umzuwandeln und in ein lebenslanges Nutzungsrecht. Inzwischen gibt es, Gott sei Dank muss ich sagen, in der Presse auch viele Mitteilungen über das Thema Verrentung. Es war gar nicht so einfach, den Journalisten zu erklären, dass es diesmal wirklich ein interessantes Konzept ist. Die Journalisten haben immer abgewürgt und haben gesagt, Herr Kiebler, das haben schon viele versucht, alle diesbezüglichen Angebote sind nach geraumer Zeit wieder eingestellt worden. Aber inzwischen, wie gesagt, tut sich was. Bei unserem Konzept sieht es anders aus. Die Süddeutsche Zeitung, die Frankfurter, die Welt und so weiter haben alle entsprechende Berichte gemacht. Wir sind seit 10 Jahren am Markt.
für Sie vielleicht interessant, wir haben inzwischen über 2000 Senioren beraten. Wir machen heute im Großraum München zwischen 4 bis 10 solcher Verrentungen pro Monat. Das durchschnittliche Lebensalter dieser Senioren, die die Verrentung vorgenommen haben, liegt bei 74 Jahren. Da kommt eine Besonderheit dazu, das ist vielleicht auch der Grund, warum es so wenig Angebote auf diesem Gebiet gibt. Wir brauchen natürlich entsprechende Erwerber, wir brauchen entsprechende Kapitalanleger, die in der Lage sind, solche Verrentungsobjekte auch zu erwerben. Und die Schwierigkeit besteht darin, wenn man die Senioren zu 100% absichern will, dann muss dieses Nutzungsrecht, dieses lebenslange Nutzungsrecht im Grundbuch an erster Rangstelle abgesichert sein. Wenn aber diese Absicherung an erster Rangstelle zu ihren Gunsten erfolgt, ist keine Bank bereit, 1 Euro Kredit zu vergeben. Ja? Weil die Bank sagt, das ist für uns keine Sicherheit mehr. Aber ihr seht ihre große Sicherheit, ja, dass sie hier ein 100%ig sicheres Produkt haben. Deswegen braucht man natürlich Kapitalanleger, die in der Lage sind, diesen Einmalbetrag, der zu bezahlen ist, aus eigenen Mitteln zu bringen. Das sind also 6-stellige Beträge, die nicht über die Bankfinanzierung funktionieren, sondern die diese Leute selbst erbringen müssen. Aber auch wiederum eine weitere Sicherheit für Sie. Sie haben es hier mit vermögenden Menschen zu tun, die in der Lage sind, so eine Finanzierung darzustellen. Wir bieten alle gängigen Verrentungsvarianten an. Hier mal die Prozentzahl. Wir haben das mal kürzlich zusammengestellt. 85% unserer Immobilieneigentümer haben sich für die Nießbrauchvariante entschieden. 14% für die Variante Verkauf mit Rückmietung. Alle drei Varianten stelle ich Ihnen gleich vor. Und 1% hat sich für die Variante Leibrente entschieden. Wir haben damals die Befragung gemacht bei den Senioren, welche Bedingungen, welche Voraussetzungen müssten denn gegeben sein, dass sie so eine Verrentung machen würden. Da wurde uns genannt, erstmal maximale Sicherheit. Und nochmal maximale Sicherheit. Verständnis, dass hier die Sicherheit an erster Rangstelle erfolgt, das ist das finanzielle Lebenswerk, was diese Menschen aufgebaut haben. Da darf kein Fehler passieren, da darf auch kein Risiko da sein. Maximale Sicherheit, Inflationsschutz, Flexibilität, Transparenz und Steuervorteile. Das waren Dinge, das war der Leitfaden für die Entwicklung unseres Produktes, und das letztendlich auch geprüft. Warum machen es diese Senioren? Der erste Grund ist einfach höherer Wohlstand. Höherer Wohlstand, in mein Objekt, dann haben Sie in der Regel auf das Darlehen bekommen. Spätestens seit dem März 2016 ist dies nicht mehr möglich. Es gibt eine neue EU-Verordnung, wir Deutsche haben wieder ein bisschen was draufgesattelt, ja, nennt sich Wohnbaukreditrichtlinie. Demnach dürfen die Banken ihnen gar kein Darlehen mehr geben, wenn bestimmte Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Bei einer Voraussetzung, die hier geprüft werden, spielt der Wert der Immobilie keine Rolle. Das heißt, Sie können eine Immobilie haben, die Wert von 1 Million. Es wird ausschließlich werden 2 Faktoren geprüft. Ihr derzeitiges Einkommen, das naturgemäß im Seniorenalter nicht besonders hoch ist, und zum Zweiten Ihr Alter. Sie müssten nämlich in der Lage sein, dieses Darlehen bis zur statistischen Lebenserwartung komplett zu tilgen. Und damit scheidet in der Regel so ein Darlehen aus. Das heißt, leider ist es so, dass Sie nicht davon ausgehen können, dass Sie überhaupt noch mal ein Darlehen von der Bank bekommen, selbst wenn Sie ein großes Immobilienvermögen haben. Und da spielt das Thema Reserven, Rücklagen eine große Rolle. Und ich kann Ihnen nur sagen, kann Ihnen nur berichten von den Senioren, die bereits eine Verrentung vorgenommen haben, die nur mir sagen, Herr Kiebler, es ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn man Reserven hat. Wenn man einen 6-stelligen Betrag auf dem Konto hat oder mit dem Depot,
kann sagen, egal was kommt, wenn das Auto kaputt geht, wenn eine Hausreparatur kommt oder wenn wir uns mal was Besonderes leisten wollen, ich habe das Geld. Also, höherer Wohlstand, finanzielle Freiheit. Sie haben es ja auch hart erarbeitet. Es war ja auch nicht immer leicht, so eine Immobilie zu kaufen, zu entschulden. Sie mussten vielleicht auf vieles verzichten, auf den einen oder anderen langen Urlaub oder auf das größere Auto. Jetzt sollten Sie die Früchte dieser Arbeit auch genießen. Thema Vererben. Wir haben auch sehr viele Immobilieneigentümer, die Kinder haben, die trotzdem eine Verrentung machen. Warum? Weil sie sagen, erstens mal, wenn es mehrere Kinder sind, große Problematik, Erbengemeinschaft. Wenn sie die Kinder vorher noch gut verstanden haben, spätestens dann, wenn es ums Erbe geht, wird gestritten. Und Geld lässt sich einfach leichter verteilen. Manchmal ist den Kindern auch mehr geholfen, wenn sie frühzeitig nochmal einen bestimmten Geldbetrag bekommen, damit sie vielleicht selber die Immobilie kaufen können oder die Enkel vielleicht in der Ausbildung unterstützt werden. Manche Immobilieneigentümer haben natürlich noch einen Kredit laufen, was das monatliche Einkommen auch nochmal reduziert. Dann kann dieser Kredit abgelöst werden. Manche bauen ihr Haus oder ihre Wohnung jetzt schon so, damit sie möglichst lange in ihrer Immobilie bleiben können. Stichwort barrierefreies Bad oder vielleicht sogar eine kleine Wohnung für eine spätere Pflegekraft. Ich komme zu diesen drei Varianten, die am Markt momentan angeboten werden. Ich gehe auf die Varianten ein: Verkauf und Rückmietung, Leibrente und das Nichtbrauchkonzept, das wir im Wesentlichen entwickelt haben. Verkauf und Rückmietung, was sagt das? Eine Entwicklung der Hypovereinsbank vor 20 Jahren sowas, sollte ein Verrentungsmodell sein. Hier wird Ihnen einfach gesagt, verkaufen Sie doch Ihre Immobilie, Sie bekommen den vollen Kaufpreis und wir suchen Ihnen einen Käufer, der Sie als Mieter in Ihrer Immobilie lässt. Das heißt, wir machen einen Kaufvertrag. Der Kaufvertrag wird beim Mietvertrag angeheftet, ja, und im Kaufvertrag schreiben wir dann noch rein, eine Kündigung wegen Eigennutzung ist ausgeschlossen. Wenn wir diese Variante machen, das wäre uns zu wenig. Warum? Sie wissen, dass Immobilieneigentümer letztendlich zählen nur, was im Grundbuch steht. Und das, was im Kaufvertrag steht, ist nur eine schuldrechtliche Vereinbarung. Das heißt, wir wollen auch eine sogenannte dienstliche Absicherung haben. Wir sichern unsere Kunden immer noch zusätzlich ab, das ist ein sogenanntes entgeltliches Wohnrecht. Wo sind die Vorteile? Der Vorteil ist, Sie bekommen natürlich den vollen Marktwert in Form einer Einmalzahlung bezahlt. Die Nachteile, der Hauptnachteil meines Erachtens ist, Sie werden es für sich Mieter. Das heißt, Sie waren gewohnt, Sie sind der Eigentümer Ihre Immobilie, Sie können Ihre Immobilie tun und lassen, was Sie wollen. Wenn Sie Mieter sind, haben Sie nur noch Mieterrechte. Das heißt, der Erwerber bestimmt künftig, ob was saniert wird, umgebaut wird, wann es umgebaut wird, wie es umgebaut wird. Das ist alles Sache des Eigentümers. Damit haben viele Eigentümer ein großes Problem. Dann natürlich das ganz große Thema, wenn Sie Ihren Mietvertrag abschließen, die Miete bleibt nicht gleich. Wenn Sie die Mietpreisentwicklung sehen hier im Berliner Raum, wir haben in den letzten 10 Jahren eine Mietpreissteigerung, die deutlich über 50% liegt. Das heißt, dieser große Einmalbetrag, diese Sofortzahlung, die wird relativ rasch aufgebraucht, weil Sie eben einen immer höheren Betrag mitbezahlen. Und wir wollen eigentlich entspannt Radl fahren. Ja. Kommen wir zum zweiten Thema, Leibrente. Die Leibrente gibt es seit Jahrhunderten, hat sich absolut bewährt im familiären Bereich. Also wenn der Altbauer es einen Hof gegeben hat an den Jungbauern, da hat man erfahrungsgemäß immer einen Leibrentenvertrag gemacht. Da hat gesagt, der Altbauer bekommt sein Auftragshäuser, der bekommt so und so viel Liter Milch und so viel Pfund Fleisch und einen bestimmten Geldbetrag, funktioniert einwandfrei. Leibrentenverträge unter Fremden konnten sich zumindest in Deutschland nie so richtig bewähren. Warum? Das sind im Wesentlichen zwei Gründe. Erstens mal,
nicht das Glück haben, dass sie lange leben. Das heißt, bei einem relativ kurzen Abnehmen macht irgendjemand ein ganz großes Geschäft. Sie haben vielleicht 2, 3 Jahre die Leibrente bekommen und jetzt passiert der Vorzeit des vorzeitigen Ableben, da hat jemand relativ günstig eine ihre Immobilie bekommen. Das schafft ein gewisses Unwohlsein. Ja? Ich habe ein Leben lang gearbeitet für meine Immobilie und jetzt sozusagen mit relativ wenig Erlös hat jemand diese Immobilie bekommen. Sie verkaufen die Immobilie ja, der zahlt dann nur die monatliche Leibrente. Und das Zweite ist, dass natürlich das ganz große Risiko da ist, welche Sicherheit habe ich denn, dass ich diese Leibrente wirklich lebenslang bekomme? Kann der Erwerber wirklich lebenslang mir die Leibrente bezahlen? Da will ich gar keine böse Absicht unterstellen. Sie wissen, das Leben läuft nicht immer so geradlinig. Der kann ja vor mir versterben, der kann in wirtschaftliche Schwierigkeiten kommen und so weiter. Und was ist geregelt für den Fall, dass ich die Leibrente nicht mehr bekomme? Wir machen auch zwischendurch einen Leibrentenvertrag. Ich habe zum Beispiel einen Leibrentenvertrag gemacht mit einer Dame, da hat sich so ergeben, die wollte unbedingt einen Leibrentenvertrag haben. Da haben wir folgende Regelung getroffen. Die Dame bekommt 70.000 Euro Anzahlung, sie bekommt eine lebenslange Leibrente von 1.500 Euro. Und dann habe ich allerdings in den Vertrag aufnehmen lassen, sollte der Erwerber mit mehr als 4 Monats Rente in Verzug kommen, fällt das Eigentum, jetzt kommt es, ersatzlos an die Immobilieneigentümerin zurück. Beim Notartermin hat der Erwerber gesagt, ja, Kiebler, das bedeutet ja, die 70.000 sind weg, die 1.500, die ich jeden Monat bezahlt habe, sind weg, die nicht erhaltene Miete ist weg. Er sagt, ja, alles weg. Sorgen Sie dafür, dass dieser Fall nie eintritt, ansonsten kann ich einen Leibrentenvertrag nicht zustimmen. Ja, trotzdem unterschrieben. Also, ich sage zu meinen Immobilieneigentümern immer wieder, wenn Sie den monatlichen Adrenalinstoß, kommt die Leibrente, bekommt sie nicht, wenn Sie den brauchen, dann machen Sie Leibrente. Wir kommen zum Thema Nießbrauch. Was versteht man unter Nießbrauch? Auf einen Satz gesagt, ist es der Verkauf der Immobilie, aber unter dem Vorbehalt, dass Sie lebenslang der wirtschaftliche Eigentümer Ihrer Immobilie bleiben. Ich würde Sie bitten, keine Aufnahmen zu machen. Sind Sie so lieb? Wir werden so oft kopiert. Es ist eine wahre Freude. Ja. Bitte lassen Sie ab. Verkauf unter dem Vorbehalt, dass Sie lebenslang der wirtschaftliche Eigentümer bleiben. Das heißt, solange Sie leben, sind Sie der alleinige wirtschaftliche Eigentümer. Sie sind der alleinige Herr oder Frau über die Immobilie. Sie können mit Ihrer Immobilie tun und lassen, was Sie wollen. Und wenn Sie das Gefühl haben, Sie müssen den Gartenzaun rot anstreichen, dann streichen Sie ihn rot an. Und wenn Sie sagen, ich will jetzt ausziehen, ich will meine Immobilie vermieten, dann können Sie es vermieten und selbstverständlich haben Sie Anspruch auf die Miete. Wenn dieses Recht an erster Rangstelle abgesichert ist, dann haben Sie hundertprozentige Sicherheit. Sie sind der uneingeschränkte Besitzer Ihrer Immobilie, bis zu werden das jetzt mein Nachbar oder irgendwelche anderen Leute, normalerweise nicht. Das Grundbuch ist eines der ganz wenigen Dinge in Deutschland, die noch so geschützt sind und noch so geheim sind, dass da eben nicht jeder Einsicht nehmen kann. Ich sage nur, es kann natürlich schon passieren, dass dem Nachbarn sich Gedanken machen. Das haben sich eine Zugefrau zugelegt, haben sich einen Gärtner zugelegt, der Mann hat sich ein neues Auto gekauft und das verreist sich dieses Jahr schon zum dritten Mal. Wie machen Sie das? Kommen wir zur Berechnung selber. Wichtig ist natürlich, dass man den Marktwert der Immobilie festgestellt. Das heißt, was ist die Immobilie heute wert, wenn sie ganz regulär verkaufen wird. Und dann wird dieser Nießbrauchwert, dieser Nutzungswert ermittelt. Was ist der Nutzungswert? Der Nutzungswert ist nichts anderes als der Mietwert multipliziert mit ihrer mittleren Lebenserwartung. Und dieser Betrag wird natürlich
von diesem Verkehrswert in Abzug gebracht. Ja? Wenn Sie den vollen Verkehrswert haben wollen, dann müssen Sie eben Ihre Immobilie verkaufen, entweder einen Mietvertrag abschließen oder ausziehen. Aber wenn Sie nicht ausziehen wollen, wenn Sie unentgeltlich in Ihrer Immobilie wohnen wollen oder wenn es die vermietete Immobilie ist, selber die Miete wieder kassieren wollen, dann müssen Sie natürlich diesen Nutzungswert in Abzug bringen. Das heißt, Sie bekommen den vollen Verkehrswert, aber aufgeteilt in zwei Leistungen. Leistung 1, Einmalzahlungsbetrag und Leistung 2, unentgeltliches Nutzungsrecht lebenslang. Was passiert bei einem vorzeitigen Auszug? Sie sind der wirtschaftliche Eigentümer. Das ist der große Unterschied ist zwischen Wohnrecht und Mietbrauchrecht. Viele Eltern machen den Fehler, dass sie ihre Immobilie übertragen auf die Kinder, behalten sich ein Wohnrecht vor. Meine Damen und Herren, das Wohnrecht endet mit dem Auszug. Das Mietbrauchrecht endet nicht mit dem Auszug, sondern das Mietbrauchrecht endet mit dem Ableben der zuletzt versterbenden Person. Folgedessen haben Sie im Falle des Auszugs zwei Möglichkeiten, und das ist natürlich auch notariell so vereinbart. Erstens, Sie bekommen die Miete, die zum Zeitpunkt des Auszugs am Markt bezahlt wird. Damit haben Sie auch einen großen Inflationsschutz. Stellen wir uns mal vor, der Euro ist nur noch 50% wert in 15 Jahren. Da müssen Sie natürlich für ein Seniorenheim auch 50% mehr bezahlen im Monat. Aber Sie bekommen noch für Ihre Immobilie 50% mehr Miete. Die Alternative heißt, statt Miete, man lässt sich nochmal einen bestimmten Einmalbetrag geben, wobei die Entscheidung, welche Variante Sie wählen, treffen Sie. Das heißt, wenn Ihnen ein Angebot gemacht wird, Sie bekommen nochmal 100.000 Euro statt Miete, dann können Sie sich überlegen, was ist für mich interessanter. Nehme ich lieber die Miete oder nehme ich diesen Einmalbetrag? Einmal im Tag nehmen würden, dürfen Sie allerdings nochmal zum Notar gehen. Es wird auf der einen Seite vereinbart, dass die 100.000 Euro zum Beispiel bekommen. Und wenn das Geld auf Ihrem Konto eingegangen ist, dann wird das Mietbrauchrecht gelöscht. Kurz zur steuerlichen Thematik. Wenn es sich um eine eingenutzte Immobilie handelt, ist diese Einmalzahlung steuerfrei. Auch die zweite Einmalzahlung wäre steuerfrei. Handelt es sich um eine vermietete Immobilie, dann müssen wir diese 10-jährige Spekulationsfrist einhalten. Dann muss also die Immobilie 10 Jahre gehalten sein, damit es steuerfrei ist. Es funktioniert also genauso mit vermieteten Objekten. Ich habe einen Anwalt gehabt, Großraum München, der hat das Konzept durchdacht. Dann kam er zu mir und hat gesagt, ich habe meine gesamte Altersvorsorge aufgebaut auf Mieteinnahmen. Ich habe 6 Apartments. Ich möchte diese 6 Apartments verrenten. Dann hat er die 6 Apartments verrentet, heißt, er hat Bargeld bekommen, kommt weiterhin die Miete, hat das Geld genommen, hat damit 3 neue Apartments gekauft, hat die wieder verrentet. Ja, und so hat er das Spiel.